Moin moin liebe Leute, seid gegrüßt und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren kleinen Mod-Vorstellung, liebe Leute. Im Titel steht's, ja, eine Futterfabrik ist es geworden. Ich habe sogar schon was ähnliches gesehen, aber ich dachte, komm, ne, jetzt habe ich damit angefangen, jetzt habe ich das auch noch mit raus. Und zwar Futterfabrik, ich habe gedacht, jetzt im LS22 teilen wir das mal nicht auf nach Kühen und nach Schweinen, sondern es gibt eine allgemeine Futterfabrik. Dafür ist ja auch ein bisschen größer geworden. Aber ich habe extra jetzt dieses große kleine Silo genommen, weil ich fand, das ist wirklich noch ein bisschen kleiner als diese großen Pötte, die ihr im Hintergrund seht. Und deswegen habe ich mich jetzt, ich sag mal, für diese Variante entschieden. Ja, denn man kann ja sagen, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon Tiere hat auf den Höfen. Ihr könnt es ja gerne mal reinschreiben. Und dann kann ja sein, ihr habt hier vorne extra, ne, testweise ein paar Kühe am Start. Kann ja durchaus sein, dass ihr da schon aktiv seid. Ich nicht. Bei mir wird es auch noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, so eine Futterfabrik kann trotzdem ein ganz guter Mod sein. Ist kein Schnäppchen. Gucken wir uns gleich an. Ja, oder vielleicht habt ihr Schweine. Die brauchen spezielles Pickfood. Schweinefutter. Und die brauchen eben die totale Mischration. Ne? So heißt es ja irgendwie. Das beste Futter überhaupt, damit die denn schön produktiv sind. Ja, ihr seht, ich habe hier noch nichts drin. Soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Ich habe jetzt einen kleinen Test vorbereitet. Das schauen wir uns einmal mit an. Und zwar habe ich ja hier in der Mitte mein großes Hauptsilo. Das ist hier. Da habe ich alles Mögliche an Fülltypen erstmal reingeschrieben, damit ich damit ein bisschen testen kann. Wo findet ihr das Ganze? Unter Produktionen. Jetzt gibt es nicht mehr nur noch den Fermenter, sondern es gibt jetzt auch die Futterfabrik. Futterfabrik. Ich habe lange noch versucht, irgendwas hinzukriegen, aber was das Problem war, gehe ich gleich drauf ein. 390.000 ist kein Schnäppchen, aber ich glaube tatsächlich, dass man damit später auch ganz gut Geld verdienen kann. Muss man mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Auch das ist jetzt nochmal so ein kleiner Test, den wir direkt jetzt im Video machen. Denn auch ich habe es bisher noch nicht so im Detail getestet. Habe ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier einen zweiten stehen mit Taste R. Und wenn man reinläuft mit Taste R, kommt man ja ins Produktionsmenü mit rein. Hier seht ihr, ich habe überall schon mal so ein bisschen was eingefüllt, so an die 10.000 Liter pro Stück. Hier seht ihr die beiden Rezepte. Wir haben einmal die Mischration und wir haben Schweinefutter. Mischration habe ich so eingestellt, es werden 2.000 pro, also 4.000 pro Stunde produziert. Ich wusste nicht genau, reicht das jetzt, reicht das nicht. Ich meine, wir kommen immerhin auf fast 100.000 Liter pro Tag. Ich glaube, das reicht erstmal. Man muss mal gucken. Man kann immer natürlich also so wie beim Fermenter zum Beispiel auch einfach noch eine zweite Produktionslinie mit reinbringen, die dann mehr pro Stunde verarbeitet, dafür aber vielleicht auch ein bisschen mehr auf eine Kosten verursacht. Kann man immer machen, muss man erstmal schauen. Könnt ihr gerne Feedback in die Kommentare reinschreiben, aber ihr sagt, 4.000 pro Stunde ist zu wenig. Warum 4.000 pro Stunde? Also hier steht eigentlich Zyklen pro Stunde 2. Das würde ja für mich heißen, der macht das zweimal. Ne? Also sprich 4.000 pro Stunde in-game. Also für Mischration brauchen wir 1000 Heu. Das ist das Symbol für Heu noch. 400 Silage, 400 Stroh und 200 dieses Mineralfutter. Das Mineralfutter kann man ja aktuell auch nur einkaufen in diesen Silos. Ne? Da braucht ihr das Mineralfutter-Silo. Das Ganze mischt man hier zusammen und dann wird ja, das ist die totale Mischration da draus. Bei den Schweinen ist das Rezept eigentlich gleich, nur andere Typen. 1000 Kartoffel, 400 Körnermais, 400 Weizen, 200 Raps und daraus werden dann eben 2000 Schweinefutter. Und da kommen wir auch zu einem kleinen Problem, was man sonst so hatte, was ich selber hätte gerne gelöst. Ich habe ein bisschen versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Und zwar schön wäre, dass natürlich eine generelle Auswahl gibt. Ich habe aber noch keine Produktion bei Giants gefunden, die das beinhaltet. Also ich meine, dass ich jetzt nicht speziell nur Weizen hier anliefern kann, sondern vielleicht auch Gerste. Gab es für mich jetzt keine Möglichkeit, das so einzustellen, dass er hier sagt, entweder oder. Wenn er ein Rezept drin hat, dann möchte er es auch ziemlich genau definiert haben. Weil sonst hatte man hier ja schon teilweise gesagt, hier zum Beispiel nicht nur Kartoffel, da seht ihr hier nicht nur Kartoffel, sondern eben auch Zuckerrüben. Mais, okay, ist Mais. Vielleicht hätte man auch Hirse oder sowas mit sagen können, aber man muss halt ein festes Rezept scheinbar aktuell vorgeben. Ich habe jetzt keinen Trick gefunden, wie ich sagen kann, mehrere Fülltypen für ein Rezept, also für eine Zutat sozusagen zu definieren. Habe ich versucht, habe ich nicht hingekriegt, deswegen dachte ich, komm, machen wir das erstmal so. Aber ob das Ganze funktioniert und was denn eigentlich passiert, wenn man das vielleicht auch verkaufen möchte,
Das schauen wir uns noch mal schnell an. Ne? Ich bringe mal, also ihr habt gesehen, es fehlt je Produktionszweig, fehlt uns ein Produkt. Für totale Mischration fehlt uns Stroh. Muss ich mal kurz ein bisschen langsamer machen. Und für meine Futter fehlt uns noch Kartoffler. Die dürften hier drin sein. Guck mal, wenn ich auch von der richtigen Seite reinlaufe, dann kann ich auf einmal auch in die Träger reinkommen. Ne? Muss ich mir in der Mod-Vorstellung mal ein bisschen angewöhnen. Nur mittlerweile weiß ich jetzt aber auch nicht, was man sonst noch so auf die Standardgebäude aufbauen könnte, ohne nicht tatsächlich nachher auch einen Giants Editor nutzen zu müssen. Wenn ihr noch Ideen und Vorschläge habt, schreibt gerne in die Kommentare. So wie das mit dem Pflanzenschutz, ne? Das war ja auch eine Idee aus der Community. Und am nächsten Tag, ne? Also sprich heute oder gestern, je nachdem wann das jetzt kommt, gab es das schon. Denn derzeit gibt es eine Menge gute Mods auch, die rauskommen, ne? Auch diese Skript-Mods, was das Flügen oder halt, ne, was Felderstellung angeht mit den Grubbern. Gibt wieder die ich kann Stroh sammeln in Missionen-Geschichte. Schneller laufen, den starken Bauer Light, also Mods. Alle die Skript-Mods sind, das überschlägt sich ja aktuell, ne? So, ja, also die beiden laufen theoretisch. Muss jetzt vielleicht mal, ne, genau, laufen nicht, weil ich muss logischerweise aktivieren, ne? Und da ist auch nochmal ein Tipp, natürlich, wenn ihr nichts mehr habt irgendwo in einer Produktion und ihr deaktiviert sie nicht, auch wenn sie nicht läuft, wenn da nichts ist. So, ich sehe mal hier Beispiel Fermenter, ne? Ihr habt kein Gras mehr drin. Die ist aber noch auf aktiv, dann kostet die auch tatsächlich pro Stunde. Müsst ihr schon deaktivieren und wenn ihr mal wieder Gras drin habt, wieder aktivieren. Also ihr braucht euch sonst nicht über hohe Produktionskosten wundern, ne? So, also wir haben aktuell auf unserer Seite nur Ausgaben. Ich habe hier gut Geld rausgehauen in meinem Testspielstand und noch ja keine Einnahmen zu verzeichnen. Ja, und jetzt habe ich das Ganze aktiviert und ihr seht unten Mischration, Schweinefutter, das lübt. Jetzt würde ich noch einmal schnell den Stundentest mit euch machen. Mal gucken, ob er das richtig rechnet. Dann mache ich mal 14 Uhr. Dann schauen wir einmal schnell, wie viel um 14 Uhr genau vorhanden ist. Und wenn um 14 Uhr genug da ist, dann... So, 1200. Ich würde natürlich jetzt nach einer Stunde nachher 5200 erwarten. Dafür kann ich mal kurz ein bisschen spulen. Jetzt dann noch mal wieder ein bisschen hinsortieren. War dann nur schon mal so dekohaft hin. Achte natürlich ein bisschen darauf, dass man nicht auf einmal die Zeit wegläuft und hier zwei Stunden, ich meine gut, das kriegen wir auch noch ausgerechnet, aber ich wollte jetzt gerne einmal kurz die Produktion pro Stunde sehen. Das ist nämlich nicht nur gleichzeitig die Vorstellung, sondern eigentlich auch der Final Test. Und ihr seht schon, das läuft darauf hinaus. Ne? Also zwei Zyklen pro Stunde heißt dann auch, dass das einmal doppelt durchlaufe. Woran jetzt der Sinn ist, ob man ein Zyklus pro Stunde macht und dann die volle Summe, also 4000, oder ob man zwei Zyklen pro Stunde macht und das eben hochrechnet, weiß ich nicht. Vielleicht kann Giants das irgendwann erklären, was da der Hintergrund ist. Ich kann es mir so auf Anhieb nicht erklären. So, eine Fruchtsorte oder eine Futtersorte hole ich mal kurz mit dem Bäcker raus. Das hier ist ja gleichzeitig auch, dient auch praktisch als Silo, auch, ne, das ist meistens so, da habe ich so definiert, dass diese ganzen Futtergeschichten und so weiter auch als Silo dienen. Und ja, das funktioniert ohne Probleme. Wir können Schweinefutter rausholen, könnten das jetzt zu den Schweinen bringen. Und es wird noch ein bisschen mehr produziert. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte Mischration gerne direkt verkaufen, ich möchte auch meinen Schweinefutter direkt verkaufen, dann gibt es nämlich ein grundlegendes Problem in Giants. Es gibt auf der Karte hier ja gar keine definierten Punkte, weder für Pickfood, also Schweinefutter, noch für Mischration. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt verkaufen kann, ob es jetzt auf einen Fehler ausläuft oder nicht. Das wollte ich gerne noch abschließend euch mit auf den Weg geben, damit man Bescheid weiß. Doch, das geht, er verkauft es zu irgendwelchen Preisen. Oder man sieht, ne, ich glaube, er verkauft nichts, weil die Preise auf der Map nicht verankert sind. Blockfehler wirft er mir jetzt auch nicht rein.
Vielleicht warten wir noch kurz und ich spule noch mal eine Stunde durch und dann gibt's noch mal ein dicke Money zum Ende. Aber ansonsten kann man so viel schon mal sagen, ist die Futterfabrik. So wie ich es gesehen habe, Pferde, glaube ich, brauchen kein spezielles extra Futter. Die kriegen einfach wahrscheinlich wieder Hafer gefüttert. Hühner wissen wir ja auch, haben wir selber schon im Single-Spielstand. Ich glaube, wenn der Stream, also wenn die Folge kommt, dann sind wir noch nicht ganz so weit im Single-Spielstand gewesen, aber sind nah dran. Er hat verkauft. Er verkauft zur vollen Stunde Mischration und Schweinefutter. Und wir haben mit Ernte eingenommen knapp 6850 in einer Stunde. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein lohnendes Geschichte ist. Das kann natürlich gerne einer mal durchrechnen. Gefühlt, wenn ich da 4.000, 8.000, haben wir bestimmt fast 10.000 verkauft. Und ich kriege nur so wenig. Kann man aber nicht unbedingt reich werden. Solange es noch keine auf der Karte oder platzierbare gute Verkaufsstation gibt. Für Schweinefutter und für Mischfutter. Na, wenn ich da nicht mal gleich die nächste Idee habe, so ungefähr für die nächsten Tage. Mal schauen. Also hier sehen wir, da sind knapp 4.000, also fast 8.000 drinne. Und wenn jetzt beides gleich in den Verkauf geht, wollen ja auch 8.000 drin sein, haben wir 14.100. Also 7.000 mehr oder so. Also nicht mal ein Tausender pro Futtersorte erscheint mir ein bisschen zu wenig, weil man ja auch einiges teuer einkaufen muss. Ich meine, klar, Stroh ist günstig, Heu ist günstig, Weizen ist jetzt auch nicht, Körnermais und so weiter, aber dieses insgesamt die ganze Geschichte und so. Müssen wir schauen. Also von daher, liebe Leute, das war es von der kleinen Mod-Vorstellung hier vom Futtermischer, Futterfabrik, wie auch immer man das nennen möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wie immer gilt, Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr den Mod auf anderen Mod-Portalen veröffentlichen wollt, macht das gerne mit meinem Original-Link. Respekt zum Modder. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Und ja, schönen Mittwochabend noch für den Rest. Bis demnächst und tschüss.